Das nächste, was ich mir kurz vorstellen möchte, was wollen wir heute machen, was haben wir heute mit Ihnen vor? Zum einen mal das, was wir in 2012 machen, was bei uns in 2012 neu ist, was wir neu machen. Das wird Ihnen Herr Jorgic vorstellen. Ganz viel natürlich auch zu dem Thema weitere Unterstützung, WIP-Kooperationen, Know-how-Transfer, was wir von der Seite her bieten. Sie wissen, wir sind da sehr unkompliziert. Was ist Know-how, was ist Backoffice? Sie sehen hier 20 Mitarbeiter im Haus, die sehen es auch auf der Homepage, die sind alle real da, ob das ein Mathematiker, Steuerberater, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt für dieses Gebiet oder für jenes Gebiet ist, die sind ansprechbar, die sind erreichbar, ob das ein Mathematiker, Betriebswirt, Betriebswirtin, BAV ist, die Leute sind im Akquiseprozess, im Telefon, immer erreichbar, wir haben umfangreiche Begleitung vor Ort, wir haben umfangreiche Unterstützung, wir haben umfangreiches System, flächendeckend, ob das in Kiel ist oder in Passau, ob das, die Leute sind auch hier, ob das im Saarland ist, im absoluten Westen oder ob das in Dresden ist, im Osten, ob das im Süden ist, in Kiel oder im Süden in Kiel, im Norden natürlich in Kiel oder auch im Süden, da können wir unterstützen. Herzpunkt wird heute natürlich wie in jedem Arbeitskreis immer verabschiedenes Thema, und das ist das Hauptthema Erfahrungsaustausch sein, das Thema Beratungsgespräch, Effektivgestaltung, also das Erstgespräch und das Zweitgespräch, wie man für den Unternehmer wirklich maßgeschneidert, was unser Konzept ist, auf seine Bedürfnisse, auf seine betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen, auf seine Unternehmensstruktur, auf seine Altersstruktur, auf seine Anforderungen, wirklich das optimale Konzept zuschneiden. Das Thema Umgang mit Steuerkanzleien, Veranstaltungen für Steuerberater, Unternehmer. Wir haben im letzten Jahr einiges an Veranstaltungen gemacht. Wir führen derzeit sehr viele Steuerberatergespräche, planen auch Mandantenveranstaltungen, die bei uns schon terminiert sind, machen Steuerberater-Symposium. Wir haben einige Steuerberater eingerichtet in Hamburg, in Dresden, in Bielefeld, quer eigentlich auch durch die Republik für die eigene Kanzlei. Oft war das irgendein Mandant der Ausschlagpunkt, andere wollten, sind direkt auf uns zugekommen. Da gibt es also sehr viele Steuerberater, die das System verstehen, die das betriebswirtschaftlich nutzen und auch gestalten können. Auch das Gespräch, das wir vor kurzem gehabt haben mit der großen Kanzlei, die haben gesagt, ja, da fallen uns einige Namen ein. Die haben nicht gesagt, da fallen uns alle Namen ein. Die wissen natürlich, alle Namen bräuchten bloß die Mandantenliste nehmen. Aber wir wissen genau, die haben Unternehmen, die haben idealtypisch Probleme, die wir hier wirklich lösen können. Und das ist das Thema. Auch wie geht man um? Wir kommunizieren auch immer auf Augenhöhe mit Wirtschaftsprüfern, mit Steuerberatern, mit Rechtsanwälten. Und dann natürlich auch, dass wir begleitend mit Marketing, mit der Bearbeitung vom Markt umsetzen, wird Herr Jorgic ausführlich darstellen. Auftritt im Netz, Auftritt auf Feldseiten, was macht man, was tun wir, was bewegen wir. Auch das Thema persönlicher Auftritt, neue Unterlagen, was haben wir begleitend an Flyermaterial, an Darstellungsmaterial, an Gutachten, Analysen, an Schreiben, die im Prinzip hier genutzt werden können, die belastbar sind, die verantwortbar sind, die meine Unterschrift tragen, hinter der wir stehen, und was machen wir insgesamt in der gesamten Unterstützung. Das ist das Wichtige, es ist ein ganz großer Markt, der lebt von verschiedenen Dingen. Einerseits von unserer Fachkompetenz im Hintergrund, von unserer langjährigen Erfahrung in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit der wir ausschließlich pauschal notierte Unterstützungskassen verwalten, auch natürlich rückgedeckte Unterstützungskassen. Die ist zwischenzeitlich 13 Jahre alt. Seit 13 Jahren machen wir in dem Bereich nichts anderes, verwalten eine Vielzahl von Unterstützungskassen. Und hier sind wir eigentlich jeden Zweifel überlegen, dass wir das Ganze natürlich auch fachlich können, dass wir die Erfahrung haben. Wir haben vor 5 Jahren noch nicht so viel Erfahrung gehabt wie jetzt. Wir haben vor 3 Jahren mehr Erfahrung gehabt als vor 5 Jahren. Und wir haben jetzt mehr Erfahrung als vor 3 Jahren und vor 5 Jahren und vor 12 Jahren. Und wenn ich nur solche Themen, das ist das, was oft unterschätzt wird, wie zum Beispiel der neue Versorgungsausgleich. Wir haben halt mit allen möglichen Gerichten, fast in jedem Bundesland, jetzt einen Versorgungsausgleich durchgeführt. Gerichte haben am Anfang bei uns angerufen, wie können wir das machen, wie geht das? Und zwischenzeitlich ist auch bei Gerichten ziemlich viel State of the Art. Wir wissen, wie wir es darstellen können, wir wissen es, wie wir es zugunsten vom Unternehmen sauber rechnen können, wie wir es sauber darstellen, wie wir es sauber formulieren. Das ganze Werk, das sind alles Erfahrungen, die sich nebenbei
auflaufen und an die man gar nicht denken kann und die einfach mit einer 12-13-jährigen Erfahrung, ich habe zwischenzeitlich seit 21 Jahren, begleite ich pauschalnotierte und Unterstützungskassen zu tun. Und das, glaube ich, ist ein ganz großes Asset von uns selbst und von der Kooperation, wo jeder mit partizipieren kann, verbunden mit einem System, wo wir mitbegleiten, wo wir vor Ort transparent sind und so weiter und im ganzen Bereich das Ganze unterstützen. Ja, damit möchte ich auch schon an den Jörgic übergeben. Ich wünsche Ihnen wirklich interessante Veranstaltungen, ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf und ich wünsche, dass das mitnehmen, was Sie bei seinem Workshop, was Sie bei einem Arbeitskreis, den wir alle 2 Monate veranstalten, wirklich auch mitnehmen wollen, dass Sie sich austauschen, dass Sie hier Partner, Kooperationen übergreifend finden und das wirklich den Nutzen mit nach Hause nehmen, den Sie sich für heute versprochen haben.